Auch wenn das Wetter nicht so schön ist, freue ich mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute mit der New Mexico, dem Tier 6 Schlachtschiff der Amerikaner. Und deswegen lasst uns gleich mal loslegen. Hier spielt oder beziehungsweise eingesandt ist es von I'm the Normit. Und oh, jetzt klart's wieder auf. Na also. Und jetzt können wir deswegen hier gleich mal in die Live-Action gehen und schauen, was er hier so reißen kann mit der New Mexico. Die ersten Schüsse auf die Nürnberg kommen zwar zwei Treffer an, aber der Schaden selber dürfte etwas höher sein. Die Map ist prädestiniert für Action, weil einfach die Gegner immer so nah aneinander sind, dass eigentlich immer irgendjemand zum Beschießen ist. Und jetzt geht er hier auf die Kongo. Und mit einem Schlachtschiff hat man einfach auch die Zeit, sich den Schüssen da so zu widmen und denen so nachzuschauen, wie es einfach schön ist. Weil wirklich nachladen oder großartig manövrieren kann und tut man eh nicht. Und was ist jetzt mit der nächsten Salve? Jetzt mal ein richtig schöner Treffer, das wäre doch wünschenswert. Aber die war dann leider nicht ganz ins Ziel gebracht. Und er hat hier auch schon sehr, sehr viele Gegner. Also man muss dazu sagen, also eher unschön. Er hat jetzt gerade auch, glaube ich, zu viele Gegner. Er weiß jetzt gerade gar nicht so, auf wen zur Hölle nochmal soll ich denn jetzt eigentlich schießen? Also gefühlt ist die Kongo klar das nächste Ziel, aber vielleicht deswegen trotzdem nicht unbedingt das Beste. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt auch auf die Kongo schießen würde, ob ich mir nicht so einen schönen Kreuzer aussuchen würde, die alle auch von der Fahrt her nicht so schnell unterwegs sind. Man sieht hier 1000 Damage. Da könnte halt noch ein bisschen mehr rumkommen, aber wird's am Ende des Tages. Das verspreche ich euch. Jetzt hat auf jeden Fall mal hier diese Enge durchfahren, ohne jetzt hier größere Probleme zu haben. Und jetzt vielleicht nochmal auf die Kongo aimen. So wird's wahrscheinlich passieren, ja. Der war meines Erachtens schon fast zu weit vorgehalten. Jo. Kommen zwei an, aber aus dem Winkel, da prallen sie einfach dran ab. Jetzt muss er aufpassen, dass er hier keine Breitseite bekommt. Also er dreht schon ein. Mich wundert eh, dass so wenig auf ihn geschossen wird. Oh, Kongo bekommt der Torpedobesuch. Einer trifft. Oh, oh, zwei. Eieiei, das hat aber mal... Oh, ja, Wassereinbruch. Da repariert er jetzt gerade noch gegen. Dann schieß ihn doch jetzt weg! Heide, nei! Da hat er immer noch zwei... Ja, also endlich. Hat das jetzt gedauert? Der muss ja einfach jetzt mal den Damage rauspratzen. Zeig mal, was hier die Amerikaner so können. Hau ihn mal raus! Ach. Alles so... Da fehlt so für mich noch das letzte... Der letzte Funke Willen, den Schaden anzubringen. Also, wenn ich Trainer wäre, du, dann würde ich aber jetzt mal mit dem hier in der Pause reden, du. Und jetzt hier das Nachgucken, das ist jetzt, das kostet ihm wieder Damage, weil jetzt hat er nachgeladen. Also, wenn du das mit vier Kanonen gleichzeitig machst, okay. Wenn aber die anderen nachgeladen haben, dann einfach schießen, einfach raus damit. Deswegen hat er jetzt auch so ein Ungleichgewicht. Eine ist jetzt schon nachgeladen, die anderen 10 Sekunden, die anderen zwei dann wieder in 20. Das ist nicht konsequent genug. Ja, jetzt guckt er wieder. Ich bin dabei, ich schaue das auch mir ganz gerne ab und an, aber irgendwann sieht man doch, wie die kommen.
Da muss man es dann auch mal gut sein lassen und sich aufs Spiel konzentrieren. Jetzt vor ihm, da tauchen einige auf. Hier 12 Kilometer in Karlsruhe. Super schönes Ziel. Fuso zeigt die ganze Breitseite. Das sind doch Ziele, mit denen will man spielen. Jetzt schieß doch! Der boykottiert mich. Hey, wenn die jetzt nicht mal langsam gescheit treffen, du. Na, also eine Zitadelle. Geht doch! Sie fix. Wurde jetzt aber auch mal überfällig, einen schönen Treffer zu sehen. Komm und gleich noch ein. Zeig uns, dass du es kannst. Zeig uns, dass du es willst. Nicht jetzt gucken. Schießen. Könnten nicht schlecht kommen. Er spart uns auch diesmal die Ansicht selber. Und ja, mit zwei Zitadellen sogar. Das war ein guter Hit. Das war ein schöner Treffer. So will ich das sehen. So, die Fuso, die fährt hier leider davon. Deswegen auch über 14 Kilometer entfernt von ihm. Und ja, ich glaube, er mag die Ansicht unglaublich gern. Aber mit einer Zitadelle, da darf er das auch. Da darf er sich von mir aus gönnen und genießen, diesen Treffer sich nochmal anzuschauen. Und jetzt muss er ein bisschen eindrehen. Ja, macht er auch. Genau, schön, dass er jetzt nicht so viel Damage bekommt. Ideal. So macht man das. Ist jetzt auch kein ganz leichter Winkel, muss man natürlich dazu sagen. Deswegen trotz drei Treffer nur 2100 Damage. Bei den nächsten klappt es ein bisschen besser. 5000 an der Zahl. Und jetzt hat er gleich nachgeladen. Repariert zwar die Fuso, aber vielleicht ein schöner Zitadellentreffer und das wär's, aber dreht jetzt auch wieder bei. Also weiß jetzt auch, die Breitseite zeigen ist jetzt nicht die beste Idee, die er hier haben kann. Aber er kommt jetzt bald auf den Kartenrand aufgefahren, also ja, da muss er beidrehen. Und das ist seine Chance hier. Ne, die gingen leider alle ins Wasser. Aber jetzt ist er am Kartenrand fest und jetzt hoffe ich mal für ihn auf einen schönen Hit. Ah, drüber. Ein Treffer, aber kein Damage. Komm, Junge, zeig ihm, wo der Hammer hängt. Jetzt ist er wirklich schön langsam, aber ein bisschen weiter vor. Ja, so. Genau so würde ich schießen. Also, ich hätte ganz genauso geschossen. Wenn der jetzt trifft, dann perfekt. Wenn er nicht trifft, dann hätte ich es vielleicht doch anders gemacht. Ah, nur ein Treffer. Schade, schade. Feuer hat er direkt gelöscht. Das gibt's doch alles nicht. Da musst du jetzt mal weg, Diffuso. Aber die kommen alle tendenziell gut. Mö. So, jetzt ist die Fuso fährt aus dem Kartenrand langsam raus, also wird damit wieder Geschwindigkeit aufbauen. So, lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt hat er nur noch 6000. So, er dreht wieder rein, dass er mit den Heckgeschützen draufkommt. Nicht so weit nach vorne. Du hast nur 5 Sekunden. Ja, so ist besser.
Und komm, 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 komm. Gibt's doch nicht. Der ist aber auch hartnäckig, du Diffuso. Und jetzt sehen wir die Zerstörung und jetzt bekommt auch nochmal eine Zitadelle. Überfällig. Aber gut, zerstört ist zerstört. So, jetzt wird er gekappt. Er sieht noch nichts, da fahrt er jetzt auf jeden Fall hin. So, wir machen das mal so ein bisschen anders, weil er schaut die ganze Zeit natürlich auf den Cap. Es ist in der Fast-Forward-Funktion nicht so angenehm, das anzuschauen. So, der Cap ist fast durch. Rechts hat aber noch die Aober. Und jetzt zieht er endlich die Nürnberg, die da den Cap verantwortet. Und die muss unbedingt zerstört werden, weil sonst ist das Spiel hier beendet. Und die müssen treffen. Ja, perfekt, da trifft er. Sehr, 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 sehr wichtig. Weil sonst hätte er das hier für beendet erklären können. Schieß doch bitte nicht auf die Fuso. Du hast die... Also er hat da wirklich... Ich würde auf die Furutaka schießen, 10 Kilometer, die Nürnberg 10 Kilometer oder die erobern, weil sie Lowlife ist. Aber bitte nicht auf die Fuso. Ja, Gott sei Dank. Er könnte jetzt übrigens schön reparieren, macht hier jetzt aber den Kill. Er hätte hier wirklich viele Points zum Reparieren und zwar diesen ganzen Balken könnte er wieder für sich zurückholen, aber egal. Wir lassen ihn jetzt einfach mal außerdem gegen drei Leute aktiv gleichzeitig spielen, ist auch nicht so schön. Jetzt geht er auf den Nürnberg und macht hier den Antrieb raus, macht eine Zitadelle und da die nächsten Schüsse jetzt raus. Nürnberg ist ein super schön leichtes Ziel und nochmal 6000. Jetzt hat er auch mittlerweile die Heilungsfunktion aktiv. Das meine ich übrigens mit reparieren, nur dass ihr euch nicht wundert. Und jetzt kaum Geschwindigkeit mehr. Ich würde ein bisschen weiter, genau, nicht zu weit vorhalten. Und das sollte es eigentlich sein. Oh, doch noch nicht. Dachte, der nimmt den jetzt damit raus. Ah, jetzt macht das aber noch spannender als nötig, du. Und jetzt endlich lässt er die Krake frei und holt sich den Kill. So, jetzt direkt rechts neben ihm ist natürlich die Furutaka. Ein wahnsinns tolles Ziel. Ich muss nur beidrehen, dass die Torpedos kommen. Die sind zu erwarten gewesen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ist, sind sie auch nicht. So, und jetzt auf die Distanz. Das muss ein One-Shot sein. Ne, hat ein bisschen zu tief geaimt. Zwei Zitadellen, aber... Ah, da hat er noch... Ja, okay. Gilt für mich. Alles gut. 6 Kills. Und jetzt da vorne hat er noch einen. Aber ich muss sagen, so stark ich mit ihm gehadert habe zu Beginn, so zufrieden bin ich jetzt mit dem, was er jetzt hier leistet. Er macht jetzt ein schönes Play, so wie sich das gehört. Da kann sich jetzt keiner beklagen. Jetzt hat er hier die Fuso wieder vor sich. Ah, schöner 7000er Begrüßungstreffer. Muss man aufpassen. Er zeigt hier auch wieder stark seine Breitseite. Jetzt dreht er auch bei. Ganz wichtig. Fuso heilt sich da gerade. So, Fuso schießt. Dürfte jetzt eigentlich nicht viel Damage geben. Ja, alles gut. 8000, damit muss man einfach leben. Und jetzt muss er beidrehen, dass er wieder drauf kommen kann und schießen kann. Fuso hat sich da jetzt ein bisschen eingefahren. Zieht jetzt zurück. Und wie gesagt, auch nicht wundern, wenn teilweise hier die Türme gefühlt noch drehen oder auch nicht. Das ist einfach die Replay-Funktion. Gerade bei dem Spiel ist noch recht buggy. Und jetzt nochmal 10.500. Nochmal eine Zitadelle. Und den letzten Tausender.
Ha, nur ein Treffer, aber keinen Durchschlag. Aber wir werden ihn jetzt sehen, schätze ich mal. Wir gehen in die Slow-Mo. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, World of Warships, euer Alcaramba.